Auch wenn man es nicht gut sieht, das sind wir zwei, Fabienne und Marcel. Wir melden uns heute aus der Dunkelheit. 43 ein totaler Vorteil. Genau, und da wir gestern so ein bisschen Sonnenbrand kassiert haben auf dem heiteren Abend mit der Familie, ist es gar nicht so schlecht, wenn man uns nur mit dem Umriss ein bisschen sieht. Es sind noch 46 Tage, gut 46 Tage bis zum Start von unserer grossen Reise, die am 30. September losgeht. Und wir haben das zweite Update machen mit euch. Und zwar sind wir ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Wir haben letzten Samstag einen längeren Skype-Anruf gehabt. Genau, mit unseren Mietern. Und es hat konkret eigentlich so ausgesehen, dass ein Schott, ein Chines und zwei Schweizer, also wir zwei, miteinander skyped haben. Und wir haben dann gefunden, weil wir möchten, dass sie sich möglichst schnell hier in Luzern, Meckenumgebung wohlfühlen. Wir starten den Aufruf. Und bittet euch, wenn ihr Ideen habt, auf der einen Seite in Bezug auf was sie alles unternehmen könnten oder was Top-Locations sind, wo sie essen können oder die wirklich absolut coolsten Spielplätze, weil sie haben zwei kleine Kinder, dann geben sie uns doch das durch. Und ja, also am liebsten hätten wir, wenn wir für sie eine Top-10-Liste zusammenstellen könnten, die sie nicht verpassen dürfen als Familie, die das erste Mal in und um Luzern ist. Genau, und weil sie passionierte Köche sind, hätten wir gerade noch einen zweiten Aufruf. Falls ihr irgendwelche Rezepte habt, wo ihr sagt, hey, das sind wirklich Top-Schweizer Rezepte, die ein Schott und ein Chines dringend im Moment nachkochen, nur zu bringen sie, weil wir werden ihnen auch hier eine Top-10-Liste zusammenstellen von Gerichten, wo sie können, sicher so ein bisschen, wie soll ich sagen, kulinarisch langsam heimatlich fühlen hier in Luzern. Ja, das wär's schon. Vielen Dank für eure Hinweise auf flam@222days.com. Ja. Und wir melden uns gleich mit dem nächsten Update. Genau. Ganz einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Tschüss von den zwei Silhouetten.